Ist das eigentlich eine Frage der Tapferkeit und des Entschlusses oder gibt es Situationen, bei denen man nicht mehr singen kann? Es gibt sicher eine Situation, wo man nicht mehr singen kann, wenn die Stimme weg ist. Ja, aber bis dahin ist es sozusagen eine Sache der Entschlusskraft. Entschlusskraft, und ich sehe mir, ich brauche Technik. Es muss halt. Von Chicago nach Marokko, Casablanca. Ja, das war natürlich der Temperaturwechsel. Nicht? Krim und dann wieder zurück in Mitteleuropa. Nee, Krim ist erst nächste Woche. Also, Nee, es reicht ja schon, Chicago, Marokko und dann hier. Jetzt, Alarichs Tod, ja, Oper in 5 Akten. Ja. Ja. Selten gespielt. Ja. Amusento, leise fliehen Lieder. Ja. Und jetzt sagen Sie mal, was ist die Situation? Sein guten König. Es war ein Gotenkönig, der auf diesem Zug starb. Und in Italien, also Süditalien. Die sind weit von Osten gekommen. Ja, ja, ja. Haben mit Byzanz gerungen. Haben Rom erobert, sind weitergezogen. Und dann stirbt Alarich. Und um ihn nicht in die Hände der jetzt aus dem Süden, aus den byzantinischen Themen anrückenden Byzantinern zu überlassen, haben sie den Bosento abgeleitet. Sein Fluss. Ein Fluss. Recht reißender Fluss. Ja, den haben sie abgeleitet, ihn im Flussbett begraben und dann den Fluss wieder drüber fließen lassen, sodass kein Mensch das Grab finden kann. Ja, nicht nur finden, sondern es ist eigentlich auch unzugänglich, nicht? Ja, es ist unzugänglich. Selbst sie hätten sich wiedergefunden. Aber es ist das Hohelied von eines Volkes, das seinen Untergang bereits vor sich sieht, oder? Denn sonst hätten sie ihn ja beschützen können. Ja, ja, so hätten sie mit sich führen können. Es muss zu diesem Zeitpunkt eben zumindest unterschwellig bewusst gewesen sein, dass man nicht mal seine Toten sichern könnte. Dass sie, wie gesagt, ihr Ende nahe war. Und das gehört zu dem griechischen Kaisertum, dass sie auf jeden Fall alle toten Feinde massakrieren. Das heißt, das Andenken der toten Feinde. Ja, ja, die werden aus ihren Gräbern gerissen und werden eben lächerlich gemacht, geschändet und werden zur Show gestellt. Und das haben sie auf diese Weise vermieden. Ja. Wie wirkt sich aus Ihrer Stimme so ein Wetterwechsel von Windy City auf dieses heiße Wetter? Ja? Ach, beim Singen werden Sie es nachher überhaupt nicht merken. Ja. Das jetzt beim Reden habe ich nur Schwierigkeiten. Ja. Halsschmerzen? Hals ist ganz rot. Ja, ich habe vorhin nachgeguckt, also ganz rot, entzündet, aber kein Eiter. Kein Eiter. Ja. Schleim. Wenn es so weit ist, dann geht es auch nicht mehr. Aus der Nase ein ständiger Strom von zäher Flüssigkeit, die Stimmbänder einschmirgelt. Nein, das ist ein ganz trockener Husten. Trockener Husten, ganz trockener Husten und ich meine, ich habe natürlich sowieso eine chronische Sinusitis. Was macht das, wenn sozusagen der Alarich, den Sie singen, in einem entscheidenden Moment, das ist ja eine Arie von einer Viertelstunde, aber wenn da ein Hustenreiz kommt? Ich lege den von vornherein sehr brüchig an. Das ist wegen ein Sterbender. Und ich finde, wenn da die Stimme sozusagen wegfällt, absackt, finde ich das ja viel bewegender. Das finde ich ja ganz bewegend, das ist erschütternd. Ja. Und deswegen habe ich gar keine Schwierigkeiten, das zu sehen. Das kann ein großes Ereignis werden. Sie haben ja Hauptszene im ersten Akt, weil das Ganze handelt ja von einem Toten und einer Beerdigung. Also das heißt, Sie, die Hauptrolle, tritt nur im ersten Akt auf. Ja, ja, ich bin natürlich präsent über die ganze Oper hin. Und haben dann diese herrlichen Szenen als Toter, im fünften Akt. Eben, und das geht sehr ans Herz. Sie singen da aus vom Orchester aus. Also, das heißt, Sie sind ja in der Szene nicht zu sehen. Das liegen Sie im Katafalk. Aber unten im Orchester singen Sie und die Stimme des Toten erreicht seine Untertanen. Volk, erreicht sein Volk. Nicht? Und ich meine, ich finde das sehr erhebend. Begeisterung bricht aus, während die Fluten über den Sarg, oder kann man sagen Sarg? Nein. Was ist das, was da begraben wird? Nein, sehr ein Steinbett. Nein, nicht mal das. Es wurde ein Steinbett und er wurde in Tücher gehüllt und in dieses Steinbett gelegt. Es wurde mit Steinen bedeckt. Das war das Wichtige, dass eben auch das Wasser ihn nicht wegreißt. Kriegsgefangene graben dieses Flussbett aus. Ja, die wurden alle getötet hinterher, damit niemand verraten konnte, wo er war. Denn man hätte sich ja sonst am Ufer gewisse Fixpunkte merken können. Und man hat sich aber nicht die Mühe gemacht, sie individuell zu töten, sondern die Fluten des Flusses, des Bosento, reißen sie mit sich. Ja. Also wollen Sie so genau wissen, also ich glaube, historisch war es so, dass sie schon gewürgt wurden.
Nicht? Also sie sind nicht einfach ertrunken, das war ja viel zu unsicher. Man hat sie wirklich erst getötet und dann in den Fluss geschmissen. Geschwemmt. Die Oper, die sie vorher sangen in Chicago, ja, war Ernani von Verdi. Ja, ja, ja. Wer ist Ernani? Ernani ist der Deckname oder nom de guerre eines aragonesischen Prinzen. Und hier spielt eine Rolle ein spanischer Königssohn. Es ist die lange andauernde Zwietracht und die Rivalität zwischen Kastilien und Aragon. Und hier ist Karl der Fünfte, ja, als Jüngling, ja, als jemand, der ein böser spanischer König zu werden verspricht. Ja? Ja. Und mitten in der Handlung der Oper erreicht ihn der Ruf, Kaiser zu werden von Deutschland. Ja, ja, also erstmal König. Ne? König von Deutschland, ja. Die Kaiserkrönung hätte nur erfolgen können, wenn das wohl geworden wäre. Mit dem Dom von Aachen, ja. In dem unterhalb des Sarges Karls des Großen erwarten ihn die Verschwörer, die spanischen Verschwörer, die einen Ehebruch sühnen wollen. Ja, überhaupt das Schicksal Ernanis. Ernani ist ja dabei, nicht? Bei den Verschwörern. Aber es kommt jetzt zur großen Vergebungsszene, nicht? Ja, denn er bereut, dass er da diese junge Frau verführen wollte. Ja. Und es ergibt sich, er wollte sie nur verführen. Er hat sie nicht verführt. Eben. Er hat sie nicht geschwängert. Nein. Hm. Und es geht ja ganz versöhnlich zu, genau wie Don Carlos, nicht? Ja, zum Schluss eben in der Oper nicht stirbt, sondern im Kloster aufgenommen wird. Von Karl dem Fünften. Das heißt also, die frühe Oper von Verdi, Ernani, zeigt den Jugendstatus von Karl dem Fünften. Richtig. Und gewissermaßen derselbe Mann kehrt wieder in Don Carlos, jetzt ist Verdi 20 Jahre älter. Richtig, 20 Jahre älter und eben als die große Vaterfigur, die alles überschattet und der Don Carlos leidet. Sie haben beides gesungen. Ja, ich habe auch in meiner Jugend Don Carlos gesungen. Ja. Oh, ja. Und dann sind Sie gewandelt, also geschlechtsgewandelt nicht. Nein, aber die Stimme wurde tiefer. Die Stimme wird immer tiefer. Ja. Und ich meine, es ist auch eine Frage des Trainings. Dass Sie gelten jetzt als Tenorart, ja, Bariton. Also ich als Bariton. Nicht? Ja. Ich habe aber der Fähigkeit zur Höhe. Naja. Zur also reduziert. Händischen Höhe. Ja, reduziert. Also zu einem hohen F kommen dann die Schwierigkeiten. Ja, das ist schon eine Schwierigkeit. Ja. Bei Erkältung nicht, bei normalen. Ja, bei Erkältung weiß man nie, was rauskommt. Also das sollte man lieber bleiben lassen. Also Tenöre erkältet ist eine schwierige Sache. Nicht als Bariton kann man sich das leisten. Als Tenor glaube ich nicht. Man nennt das deutsch-italienische Fach, was Sie spielen. Totila und Teja, Oper in fünf Akten. Ja, ja. Was ist die Handlung? Naja, es ist, was wir alle kennen, der Kampf um Rom. Es ist der Tod erst von Teja. Also im ersten Akt sieht man das brennende Rom, Wer Rom. Wer stirbt zuerst, Totila oder Teja? Ich glaube, Totila und ich glaube, beide werden gerettet. Na, beide kommt eine Flotte. Ja, aber es kommt Nein, eine Flotte. Nein, beide sterben. Beide sterben. Es geht in der Oper, wird das nicht ganz klar. In der Geschichte ist es so, dass beide sterben. Und ich glaube, es ist erst Totila, der stirbt. Der jugendliche Held, während der Teja älter war. Der schwarze Teja. Ja, schwarze Teja. Der schwarze Teja. Und das Dramatische ist, glaube ich, dass eben diese Szene, wo der Schild so schwer wird von Speeren, dass er ihn senken muss. Und um ihn auszuwechseln gegen einen neuen Schild. Und in dem Moment wird er getroffen. Beim Auswechseln. Und hier, den spielen Sie. Ja? Er hat 7000 Römer umgebracht. Jetzt bringen 7000 Byzantiner ihn um. Und währenddessen sieht er mit erlöschendem Auge, das ist Ihre große Arioso im fünften Akt, sehen Sie die isländischen Fahrzeuge, also Wikinger oder wer ist das? Ja, das sind Retter. Wikinger. Ja, Retter waren sie eigentlich nicht, denn sie zeigten sich ja dann als sehr verräterisch und haben ja letzten Endes den restlichen Goten rausgemacht und die Schätze an sich genommen. Ja. Sizilien begründet. Naja, also das ist wieder alles unhistorisch, denn in Wirklichkeit aber Ursprung der Mafia ist der Einfall der Normannen, das sind schon gar keine Wikinger mehr, in Sizilien findet ja erst viel später statt, 900, ja. Was versteht man unter Thule? Thule ist eine, Thule kommt überall vor, Thule gibt es noch heute.
Das ist ein Luftschutzpunkt der Amerikaner im Norden von Grönland. Das ist ja wohl nicht gemeint. Das ist nicht umsonst so genannt, denn irgendwo zwischen Island und Grönland muss diese sagenhafte Stadt Thule gelegen haben. Eine untergegangene Insel? Nein, es wird nicht eine Insel gewesen sein, einfach eine Stadt, die nicht mehr zu finden ist. War ein König von Thule, der sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Er trank nie mehr daraus. Dies ist also sozusagen der Ursprung. Und die kommen jetzt mit einer Flotte an. Die Thule-Sage wabert über das gesamte Vormittelalter. Sie, Herr Kammersänger, waren dabei, als der Papst Johannes der 23. Zu Grabe getragen wurde. Ja, ich war vorher bei ihm auch in Privataudienz. Das ist ein Mann, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Der auch eine sehr starke Persönlichkeit war, die ihm sogar erlaubte, mit Ironie sein Amt und seine Funktion und die ganze Kirche zu betrachten. Warum schickt Gott einem so frommen Mann einen Magenkrebs? Ja, wir müssen sie verständlich erstmal Gott in Zweifel stellen. Denn das würde ich tun. Das ist einfach ein Beweis dafür, dass es Gott in der Vorstellung. Oder dass er gleichgültig ist. Sicher ist. Dass er sich neutral verhält. Sicher ist, dass das Wesen, das sozusagen wir alle nicht kennen und das wir anbeten, nicht damit beschäftigt, über unser Schicksal nachzudenken. Der Papst Pacelli ließ ja während seines Todeskampfes Schallplatten von Beethoven auflegen, in der Erwartung, dass er dadurch länger leben könne. Halten Sie das für möglich, dass Musik den ankommenden Tod hinhält? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, dass der Sterbende so von seinem Sterben abgelenkt wird, dass er sozusagen in ein Zwischenstadium eintritt, das den Tod noch nicht beinhaltet. Und der Tod wagt nicht. Nein, nicht der Tod wagt Beute. Nicht, sondern tatsächlich, man stirbt ja selber. Der Tod ist ja nicht etwas, was von außen herangetragen wird, sondern es ist in sich selbst. Man stirbt eigentlich dann, wenn man sich aufgibt. Ja? Und durch eine Musik wie von Beethoven kann man sich sozusagen in eine andere Ebene begeben und sich nicht mehr um das Sterben kümmern. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist eine Erfahrung, die jeder machen muss, wenn es soweit ist. Gibt es da im Todeskampf eine Auseinandersetzung zwischen diesem Ich, das noch nicht aufgeben will, und einem Botschafter, der sagt, ich komme als Tod? Also ich sehe das nicht so. In der Oper gibt es das aber. In der Oper gibt es das, es gibt es auch in Salzburg. Gibt es das, dass die Tatsache, dass in den großen Opern jemand ermordet wird, eine Todeswunde empfängt und noch nicht aufhört zu singen? Ist das der innere Grund, dass die Musik dieses Zwischenstadium auslöst? Ja, ich meine, die Todeswunde empfangen und nicht sterben, ist ja auch ein Thema, was im Parsifal eine Artussage bereits da ist. Das ist nicht mal eine Frage der Musik, sondern es ist grundsätzlich, es gibt Tote, die nicht sterben können. Ja? Eigentlich die furchtbarste Form. Das ist doch eigentlich das, was man Fegefeuer nennen würde. Ja? Das weiß ich. Die Fegefeuer ist, glaube ich, eine christliche Vorstellung einer Vorhölle. Das ist der Status des Untoten. Ja? Ich kann die Erde nicht verlassen. Ja, das gibt es sicher. Und ich meine, in Südamerika gibt es auch Indianervölker, die diesen Zombie-Status erkennen. Nicht? Da werden ja diese lebenden Toten sogar mit einer besonderen Macht ausgerüstet. Und hier in der Oper Alarich gibt es die Szene, dass dieser Alarich nicht sterben kann, bevor nicht die Goten diesen Fluss umgeleitet haben. Ja? Und er kämpft fürchterlich. Ja? Ja. Er möchte sterben. Und er kann es nicht. Er teilt sich in zwei Personen auf. Ja?
Sie selber werden jetzt sozusagen müssen, gewissermaßen selber werden gedoubelt, ja, also ihr Double steht auf der anderen Seite der Bühne. Sie stehen einander gegenüber und singen einander an. Ja? Richtig. Richtig, ich hätte so gern, dass ich beide Parts singen könnte. Aber es geht nicht, der andere muss auf Band aufgenommen werden. Ja, ja. Das wird über Lautsprecher hinein. Ja, ja, natürlich. Das sind so Träume, die man hat. Ich finde einfach, der Tod Alarichs ist nicht so sehr sein Todeskampf. Und es ist auch nicht die Frage, ob der Fluss vorher oder nachher umgeleitet wird. Sondern es ist eigentlich das Drama eines Volkes, das seinen Untergang damit akzeptiert. Ja, und da ist also die große Trauer da. Wenn Sie mir mal beschreiben, wie ist der Papst Johannes der 23. beerdigt worden? Er wird aufgebahrt wo? Er wird aufgebahrt im Petersdom, wie jeder Papst. Eine unheimliche Menge von Menschen defiliert an seinem Geburtstag vorbei. Weil Johannes der 23. wirklich vom Volk geliebt wurde. Ja. Mehr als bei Lenins Tod. Ja, also ich war bei Lenins Tod nicht dabei. Und ich nehme auch an, dass ein großer Teil der Massen, die dort vorbei defilierten, dazu abgeordnet wurden. Aber hier freiwillig. Aber hier war es völlig freiwillig und spontan, man hat etwas verloren. Man hat etwas verloren. Fromme Päpste gibt es nur jedes zweite Mal. Und es war eines der wenigen Male, wo die Römer, die sonst mit dem Papsttum und den Päpsten nichts auf dem Hut haben und eigentlich, ist auch klar aus ihrer Geschichte her, unter den Päpsten mehr gelitten haben als sonst was, dass auch die Römer völlig verzweifelt waren in der Trauer. Und dann war es natürlich die Landbevölkerung, die also wirklich aus ganz Italien, die Ärmsten reisten da an, ja. Weil das war wirklich eine Figur, in der sich alle wiederfanden. Und gerade die sozial Imaginierten, gerade die Armen. Und jetzt, was geschieht jetzt? Nachdem alle defiliert sind, ja, wird der Sarg herausgetragen? Nein, dann wird zugemacht erstmal. Ach so. Und dann? Und dann wird der Sarg im Katafalk rausgetragen und wird beerdigt. Ja. Wo? Wird der nicht durch alle Kirchen Roms? Nein. Es gibt ja einen ganz bestimmten Weg, den so ein Zug nimmt. Und dann ist eben die Frage, wo jeder Einzelne beerdigt wird. Nicht? Das sind oft die Heimatorte. Nicht? Ja. Ja. Sie haben gesungen in einer Traueroper über den Tod des Rennfahrers Berger von Trips. Ja. Mhm. Wie ist der gestorben? Der ist in Monza gestorben, 1961. Schrecklicher Unfall. Im August, ach, der Unfall war unwirklich eigentlich. Es war gar kein schrecklicher Unfall. Erstmal war das Seltsame, dass er dieses Rennen gar nicht hätte fahren müssen. Er war bereits Weltmeister. Hätte es nicht gefahren, wäre auch Weltmeister geblieben. Er war nicht mehr einholbar, punktmäßig. Und ich hatte einen Freund von mir, der machte gerade einen Film mit ihm. Und die hatten sich verabredet, gleich kurz danach mit der Vertonung, mit der Synchronisation zu beginnen. Und das war eben dieses Sonntag, wo plötzlich der Sprecher im Radio, also die Stimme verändert und sagt, der Deutsche Automobilclub. Und in dem Moment war allen klar, ist was Grässliches passiert. Weil der Sprecher hat seine Stimme so gesenkt, ja, dass man sofort wusste, hat den Verlust zu beklagen. Nicht? Und ich bin dann mit diesem Freund nach Mailand geflogen, sofort. Und wir haben dann, es gab ja keine offizielle Aufnahme von dem Tod, diesen Mann gefunden, der es auf 8 mm aufgenommen hat, rein aus Zufall, in der Lesmo-Kurve. Und der Unfall ist wirklich lächerlich. Der nachfolgende Fahrer touchiert ihm am Hinterrad. Und dadurch wird dieser Wagen in der Lesmo-Kurve zur Rakete, schießt aus der Bahn hoch, die damals noch diese Auslaufflächen wie heute gab es noch nicht, gleich in den Maschendraht. Und dahinter standen die Zuschauer dicht gedrängt. Erschlägt der Wagen, der sich aufrichtet, 15 Zuschauer, federt zurück. Und während dieses Vorgangs fliegt aber Trips raus, völlig unverletzt, ja, und liegt dann lang auf dem Rücken im Rasen, als wenn er schlafen würde, in Wirklichkeit war er tot, hatte sich das Genick gebrochen. Nicht? Und auf der anderen Seite waren natürlich diese 15 Toten, die sozusagen wie bei alten Königen sozusagen den Fürsten, den Begleiter in
den Hades bilden. Es hatte etwas davon. Und jetzt in der Oper wird das aber so umgedeutet, dass man nicht singt. Ja? Also von dem Moment des Unfalls an, der ja filmisch dargestellt ist, ja? Mit einer Filmmusik, die nimmt man von Alban Berg. Und dann entsteht ein Requiem eigentlich, bei der sich nur noch Menschen bewegen auf der Bühne, aber keiner mehr singt. Ja, ja, also ich habe die Beerdigung in Horem, das war das Stammschloss der Berge von Trips. Ja, und es war da ein Team engagiert, das mir in diesem Film nur mit diesem Tod zu Ende bringen musste. Das eigentliche Team hat es nicht fertig gebracht. Die waren so fertig, dass ein Fremdteam engagiert werden musste. Und ich selbst war auch so, dass ich an dieser Beerdigung eigentlich nicht teilnehmen konnte. Man hatte eigentlich erwartet, dass ich singe, aber das konnte ich nicht. Ja. Und ich bin oben auf den Kirchturm gestiegen. Es hat furchtbar geregnet. Und da oben habe ich geweint. Wirklich geweint, nichts als geweint. Kann jemand, der weint, noch singen? Nee. Ich war gar nicht, niemand wusste, wo ich war. Und das war auch gar nicht mehr die Frage. Es war auch sowieso dann ein Chaos. Da kamen nun lastwagenweise Kränze aus ganz Deutschland. Was hätten Sie singen sollen? Xerxes, ja? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist vorbei. Und es regnete und der Friedhof verwandelte sich in Matsch und die drängenden Menschenmassen haben die Grabsteine umgestoßen. Es war so ein völliges Chaos. Ja. Was ist das schrecklichste Autounfall, den Sie kennen in einem Rennen? Le Mans. Der Wagen explodiert auf der Geraden. Der Motor macht sich selbstständig und geht wie ein Geschoss parallel die Tribüne entlang und köpft 80 Leute. Ja, sägt ihnen sozusagen die Köpfe ab. Ja. Das war ein Triumph des Automotorsports, weil sozusagen Triumphe wurden früher in Rom gefeiert durch den Tod aller Gefangenen. Ja, ja, in dem Moment, in dem Cäsar seinen Triumphzug beendet hat, werden wie viel getötet? Ja, so viel wie im Zug mitgeführt wurden. Ja. Naja, nein, 24.000 Gefangene. Nein, natürlich nicht. Nein. Da wurde eine symbolische Menge getötet. Das heißt, die im Triumphzug mitgeführt wurden. Es wurden ja nicht 24.000 Leute etwa über die Via Triumphalis, das hätte ja Tage gedauert.